eine Blattschnur binden. Faszinierend. Hallo, liebe Freunde der brillanten Klarinettentöne und der heißen Klarinettenblätter. Mein Name ist Peter Pschewila und ich heiße Sie herzlich willkommen bei Foglietta. Ich könnte heute natürlich wieder viel erzählen über Klarinettenblätter, Mundstücke oder die spieltechnischen Anforderungen der Materialkombination der Klarinette. Aber heute möchte ich Sie mitnehmen zu einer kleinen Exkursion zum Thema Verbindung von Klarinettenblatt und Mundstück. Ich erinnere mich noch an die ersten Klammern, die ich hatte aus vernickeltem Messingblech mit zwei Schrauben, die man immer gleich fest anziehen musste, damit das Ganze funktionierte und saß. Heute gibt es das natürlich alles vielfach besser. Die modernen Blattschrauben bestehen aus Kupfer oder Bronze oder Messing und sind versilbert oder vergoldet oder sogar massiv golden. Es gibt aber auch Exemplare aus Leder, aus Kunstleder mit Gewebeeinlage. Es gibt auch vorgefertigte Blattwickel, die man mit einer Schraube zusammendrehen kann. Das alles hat sicherlich seine Berechtigung und es bietet vielfältige Möglichkeiten, Klang und Dynamik je nach Auswahl zu verändern. Dennoch bin ich immer wieder gerne zu meiner Blattschnur zurückgekehrt, weil ich einfach begeistert bin von der Einfachheit, von der Schlichtheit, wie man das alles bewerkstelligen kann und von den vielfältigen Möglichkeiten, wie man Klang, Dynamik oder Ansprache beeinflussen kann. Und das alles zu einem unschlagbar günstigen Preis. Ich höre natürlich auch viele Vorurteile. Ja, was mache ich dann, wenn mir die Schnur aufgeht bei einer wichtigen Stelle im Konzert? Oder ach, das mit dem Gefummel, das ist mir alles viel zu umständlich und das dauert mir auch alles viel zu lange. Oder ah, das ist alles wie festbetoniert. Oder man muss aufpassen, dass man sich das Blatt nicht kaputt macht. Ja, das muss man mit einer Blattschraube unter Umständen auch. Aber ich höre auch, ich habe es mal ausprobiert mit der Schnur. Das klingt ja schon doll, wenn das so aufgebunden ist. Aber wie macht man das eigentlich genau? Und das genau ist der Punkt. Mit etwas Übung sieht es so aus. Ich weiß. Langsam. So, für den heutigen Schnurwickel nehmen wir eine handelsübliche Blattschnur. Diese ist etwa 2 mm im Durchmesser und 1,20 m lang. In deren Ende haben wir einen Achterknoten gemacht. Dieser dient dazu, dass das Schnurende nicht ausfasert und wir können die Schnur schön festhalten. Zwischen dem Mittelfinger der linken Hand und dem unteren Mundstückrand. Mit dem Zeigefinger führen wir die Schnur am Schnurrand des Mundstücks. Nun können wir unser Blatt schön mittig justiert auflegen auf die Bahn. Wir halten das Blatt nur mit dem linken Daumen und führen die Schnur unter dem Schnurrand entlang, einmal drumherum, über dieses Schnurende auf der Rückseite. Das ist die Befestigung. Jede weitere Wicklung fällt zwischen diese Befestigung oder den Wickel oben drüber und den Zeigefinger auf der Rückseite. Mit dem Zeigefinger können wir die Wicklungen schön steuern. Vor dem letzten Wickeln halten wir den Zeigefinger zwischen die Wicklung und die Schnur, ziehen einmal drüber, sodass eine Schlaufe entsteht. Mit dem Mittelfinger halten wir gegenüber die unteren Wicklungen fest, ziehen den Finger raus und ziehen das Schnurende von unten durch diese entstandene Schlaufe und brauchen somit nur noch straff zu ziehen, alles fest. Wenn man möchte, kann man das Blatt jetzt
auch noch etwas ausrichten, nach links und rechts und auch ein bisschen nach vorne schieben oder nach unten schieben. So fest ist der Schnurwickel nicht, aber er hält das Blatt schön elastisch, sodass es jederzeit gut schwingen kann. Zum Lösen halten wir das Schaftende vom Blatt mit dem Daumen wieder fest und drehen zwischen Daumen und Mittelfinger am unteren Ende des Schnurwickels entgegen der Wickelrichtung. So löst sich der ganze Schnurwickel und wir haben ihn am Ende sauber auf der Hand liegen als ein Stück. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Ich kann Ihnen sagen, die Mühe lohnt sich. Und dann hätte ich da noch ein paar spezielle Möglichkeiten, wie man die Blattschnur binden kann. Für den Fall, dass der Dirigent die Ziffern schon angesagt hat und das ganze Orchester müsste warten, gibt es auch noch eine Schnellversion. Allerdings muss man bei dieser aufpassen, dass einem die Blattschnur nicht von hinten in die Klappen reinhängt. Um das Blatt unten zu binden, fangen wir in der Hälfte der Birne an, halten unsere Blattschnur und beginnen mit dem Wickel in der Hälfte des Schaftes. Wir legen etwa 6 oder 7 Wickel, dann schlagen wir die Schnur oben auf und wickeln quasi von unten nach oben wieder zurück. Machen dann unsere Befestigung. Dies hat den Vorteil, dass die schwingende Blattspitze etwas länger ist. Und man hat den Eindruck, der Ton ist etwas voller und voluminöser. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, das Blatt auf die Schenkel zu binden. Das wird dann notwendig, wenn die Unterfläche des Blattes aufgequollen ist, aufgrund von klimatischen Einflüssen, und wir haben keine Möglichkeit mehr oder keine Zeit mehr, das mit einem Abziehstein zu korrigieren. Helfen kann man sich dann durch diesen Trick, indem man das Blatt mit 1-2 Wickel befestigt. Die müssen straff sitzen. Und dann schlagen wir die Schnur auf der Rückseite der Windungen nach oben und wickeln quasi eine Wickel über die Auflagepunkte. Und dann nochmal über Kreuz und auf der anderen Seite. Kreuz, dann wieder gerade drüber von oben und machen unsere Befestigung. Das Ganze hat den Vorteil, dass die beiden Kanten des Blattes, rechts und links, auf die Schenkel des Mundstücks gezwungen sind. Dadurch rollt die Blattspitze gleichmäßig ab auf der Bahn und die dynamische und farbliche Flexibilität ist weiterhin gewährleistet. Das Blatt ist leichter kontrollierbar. Hat Ihnen unsere kleine Exkursion gefallen? Dann besuchen Sie mich doch gelegentlich auf www.voglierta.de und erzählen Sie mir, ob Sie eine bestimmte Blattschraube bevorzugen oder ob Sie mittlerweile auch lieber die Schnur binden.